nächste Frage hat der Reitschuster. Datenschutz ist in Deutschland eine heilige Kuh. Denken Sie nur an die ganzen Consent-Banner auf jeder Webseite. Ich erlebe das selber. Es ist ein Wahnsinn in meinen Augen. Niemand steigt mehr durch. Ganze Firmen machen große Geschäfte damit. Und jetzt plötzlich ist dieser Datenschutz offenbar auf einmal nicht mehr so wichtig, wenn es um intime Gesundheitsdaten geht. Darum, ob jemand geimpft ist oder nicht. Ich habe den Journalismus noch so gelernt, dass die Kollegen immer massiv für Datenschutz sich eingesetzt haben, dass sie immer der Regierung auf die Finger klopften. Heute hatte ich in der Bundespressekonferenz den Eindruck, dass es genau umgekehrt war, dass die Kollegen weniger Datenschutz wollten und dass sogar die Regierung sich da noch zierte. Aber schauen Sie sich einmal ein paar Wortwechsel an. Es gibt Aufregung um die Frage, ob Arbeitgeber den Impfstatus der Beschäftigten erfragen dürfen oder nicht. In der Verordnung des Ministers wird das mit Nein beantwortet. Gibt es Überlegungen, daran etwas zu ändern? Und welche Haltung hat das Gesundheitsministerium in dieser Frage? Ja, danke für die Frage. Sie haben ganz richtig erwähnt, dass das Arbeitsrecht keine Rechtsgrundlage bietet, dass ein Arbeitgeber den Impfstatus eines Beschäftigten erfahren darf. Das geht dort nicht. Das hat der Minister heute auch noch einmal betont. Da geht es um Datenschutz, um die informationelle Selbstbestimmung. Er hat aber auch gesagt, dass er für pragmatische Lösungen ist. Und so ist es etwa möglich, im Infektionsschutzgesetz eine entsprechende Lösung zu finden. Hier sind wir auch innerhalb der Bundesregierung im Gespräch. Letztendlich wäre das aber eine Angelegenheit der Koalitionsfraktion, weil eine solche Änderung letztendlich vom Gesetzgeber, also vom Deutschen Bundestag, beschlossen werden müsste. Übersetzt in Klarsprech: ins Wasser gehen und nicht nass werden wollen. Ja, ich kann dem nicht viel hinzufügen. Die Haltung des Bundesgesundheitsministers kennen Sie wahrscheinlich. Er hat gesagt, er könne sich vorstellen, dass Arbeitgeber Mitarbeiter nach ihrem Impfstatus fragen dürfen. So werde es im Restaurant ja auch gemacht. Nur, dass man bei der Auswahl des Restaurants wesentlich freier ist als bei der Auswahl des Arbeitsplatzes und in ein Restaurant, wenn man dort irgendwie in Ungnade fällt oder unangenehme Begegnungen macht, einfach dieses Restaurant meiden kann, ist beim Arbeitsplatz nicht ganz so einfach. Wörtlich hat der Minister gesagt, wenn alle im Großraumbüro geimpft sind, dann kann ich damit anders umgehen, als wenn da 50% nicht geimpft sind. Aber so wie der Kollege schon gesagt hat, dafür müsste das Infektionsschutzgesetz geändert werden und das müsste der Deutsche Bundestag entscheiden. Das könnte man auch ehrlicher dahingehend ausdrücken, dass der Minister genau das will. Anders sind seine Aussagen kaum zu interpretieren. Dann füge ich die Frage an von Christian Krämers von Reuters, online gestellt, gedruckt, reingereicht. Vielen Dank dafür, die nochmal den Regierungssprecher fragt, was die Haltung des Kanzleramts in der Frage ist. Naja, es ist, erstens kann ich mich den Kollegen jetzt hier nur anschließen. Es ist derzeit ja so, dass Beschäftigte freiwillig ihre Arbeitgeber über ihren Impfstatus informieren können und die Arbeitgeber können diese Informationen dann sozusagen berücksichtigen bei der Festlegung und der Umsetzung des betrieblichen Infektionsschutzes. Aktuell gibt es keinen Rechtsanspruch auf Auskunft. Und die Verordnung, die wir heute zur Kenntnis genommen haben im Kabinett, sieht auch keine Veränderung vor. Aber die Bundesregierung prüft, ob es an der Stelle gegebenenfalls Änderungsbedarf gibt und wie und wo das geschehen könnte, wenn man sich dazu entschlösse. Das haben die Kollegen gerade dargelegt. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Aber die Aussagen von Gesundheitsminister Spahn sind ja relativ eindeutig dahingehend, was er sich wünscht. Herr Jahn ist auch auf der Liste. Ja, vielen Dank. Ja, ich würde gerne einfach nachfragen an das Gesundheitsministerium dazu. Also, was macht denn der Gesundheitsminister da jetzt? Plant er da jetzt eine Änderung, einen Vorschlag für die Änderung des Infektionsschutzgesetzes, damit Arbeitgebern das möglich wird, den Impfstatus zu erfragen? Und könnte man vielleicht auch ein Gesetz dazu erlassen, dass man an die epidemische Lage knüpft, zum Beispiel an den Zeitraum? Manchmal bin ich aus der Ferne offenbar nicht genau im Bilde. Ich hätte mir jetzt eingebildet, dass genau das schon gefragt und beantwortet wurde. Aber wahrscheinlich habe ich hier einen Aussetzer. Also die Haltung des Ministers habe ich, glaube ich, deutlich gemacht. Und ja, da bin sogar ich einverstanden.
Sowohl Herr Seibert als auch das Arbeitsministerium als auch wir haben ja deutlich gemacht, wo man das regeln könnte, die Gespräche dazu laufen. Mehr kann ich Ihnen dazu jetzt nicht sagen. Dann Herr Mertens, also es geht ans BMG. Herr Mertens von der STIKO hat gesagt, man prüft eine Empfehlung zum Thema der Drittimpfungen. Haben Sie Erwartungen oder sind Sie in Gesprächen, welche Konsequenzen das haben könnte für die Bereitstellung von Impfstoff, für die Organisation von Drittimpfungen? Wie ist da der aktuelle Stand aus Ihrer Sicht? Naja, Sie wissen vielleicht, dass es einen Beschluss der Gesundheitsminister der Länder dazu gibt, bestimmten Gruppen eine Auffrischimpfung anzubieten. Und Sie wissen vermutlich auch, die STIKO ist ja eine unabhängige Kommission. Insofern kann ich jetzt zu einer möglichen Empfehlung der STIKO nichts beitragen. Herr Jung? Habe ich Sie richtig verstanden, dass der Minister den Besuch in einem Restaurant mit dem Arbeitsplatz vergleicht beim Thema Abfrage vom Impfstatus? Und Herr Seibert, wie geht die Bundesregierung mit dem Vorwurf der Arbeitgeber? Herr Jung, wir haben gerade bei Herrn Jordans noch mal gesagt, eine Frage plus gegebenenfalls Nachfrage. Ich nehme Sie gern auf die Liste. Aber da ich es gerade schon einmal gesagt habe, fände ich schön, wenn Sie sich auch dran halten. Also nochmal, ich habe die Haltung des Ministers hier eben dargelegt. Ich lege jetzt die Worte des Ministers nicht aus. Das überlasse ich dann im Zweifelsfall Ihnen. Das ist ein komischer Vergleich. Darum wollte ich wissen, ob das ernst gemeint war. Herr Seibert, wie geht die Bundesregierung mit dem Vorwurf der Arbeitgeber um, dass es, Zitat, absurd sei, dass Unternehmen bis heute kostenlose Corona-Tests anbieten müssen, aber nicht nach der Impfung fragen dürfen? Ich kann nur auf das verweisen, was ich gesagt habe. Es gibt keinen Rechtsanspruch auf Auskunft aktuell. So ist die Rechtslage und wir sind in der Bundesregierung jetzt dabei zu prüfen, ob man Änderungen daran vornehmen kann, sollte und auf welchem Wege wir das tun könnten. Daran anknüpfend, Herr Seibert, vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen konkretisieren. Wann wäre das denn erforderlich? Sie sprechen viel von Konjunktiven. Also wie sieht diese Prüfung gerade aus und mit wann können wir mit einem Ergebnis rechnen? Die Kollegen aus den beiden Ressorts haben sich ja dazu geäußert, ohne dass wir Ihnen jetzt einen genauen Zeitplan nennen können. Aber wir prüfen das. Und es gibt Argumente dafür und dagegen, weil ich gerade gefragt wurde, ob es absurd sei, dass man derzeit keinen Rechtsanspruch hat. Man kann auch der Meinung sein, dass die Bewahrung von sehr persönlichen Daten nie absurd ist, sondern es immer sehr richtig ist, darüber nachzudenken, in welcher Situation man möglicherweise jetzt zu einer Änderung kommt. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ein Journalist, in diesem Fall Thilo Jung, stellt eine Frage, in der er nahelegt, dass Datenschutz in einem konkreten Fall absurd ist. Und die Bundesregierung, die verteidigt dann, dass sie nicht gleich auf den Datenschutz verzichtet. Völlig verkehrte Rollen, eine völlig verkehrte Situation in meinen Augen. Man kann das natürlich auch umgekehrt sehen. Für mich ist das absurd. Das ist ja eine durchaus relevante Diskussion. Und die wird jetzt geführt. Und wir wissen, dass wenn es dann im Infektionsschutzgesetz geschehen müsste, der Kollege hat über den Bundestag gesprochen, der da natürlich die Entscheidung zu fällen hätte. Und wir sind jetzt in der Prüfung, ob es Änderungsbedarf gibt. Nachfrage: Der Bundesdatenschutzbeauftragte, Herr Kälber, sagt im Deutschlandfunk, dass es im Prinzip mit datenschutzfreundlichen Regelungen möglich sei, wenn der Arbeitgeber am Ende nicht weiß, ob ein dieser 3G-Punkte zum Beispiel erfüllt sein könnten. Wäre das eine Möglichkeit, mit der man rechnen kann, also dass am Ende steht, eins von diesen drei Punkten trifft zu, ohne dass man angibt, was zutrifft, also genesen, getestet oder geimpft? Das möchte ich jetzt hier nicht kommentieren, weil das sind genau die fachlichen Punkte, die in dieser Diskussion aufgebracht werden. Mein Argument war ja nur, es ist richtig, darüber eine seriöse Diskussion zu führen, weil es auch um bestimmte Werte geht. Das verstehe ich jetzt nicht so richtig, weil ich immer noch der Auffassung war, dass es bei allen politischen Themen wichtig ist, eine Diskussion darüber zu führen, egal ob es um Werte geht oder nicht um Werte geht. Erstaunlich, dass
der Regierungssprecher sagt, hier in diesem Fall ist es wichtig, eine Diskussion darüber zu führen. Also im Umkehrschluss bei anderen Dingen nicht mehr. Ich dachte ja bisher immer, das ist eine Verschwörungstheorie, dass ich den Eindruck habe, dass so vieles gar nicht mehr diskutiert wird bei uns. Jetzt nähert ausgerechnet Steffen Seiber diesem bösen Verdacht von mir. Nach der rechtlichen Grundlage und dem Datenschutz hatte sich auch Herr Reitschuster erkundigt. Das halte ich dann jetzt aber für beantwortet. Dann Herr Jordans mit der zweiten Frage. Das stimmt und ich hätte auch gerne noch etwas nachgefragt, aber wenn man nicht selber vor Ort sein kann, dann ist man auch selber schuld, dass man nicht nachfragen kann. Das ist technisch dann doch etwas schwierig. Herr Jordans zum Thema Corona. Ja, ich hätte da zuerst mal eine Frage zu dem Thema der 3G, dieses Prüfvorgangs bezüglich der 3G-Regel in Zügen. In den letzten Bundespressekonferenzen hat sich bei mir der Eindruck verfestigt, dass manche Kollegen sich große Sorgen machen, dass die Prüfungen und die Kontrollen nicht ausreichend und streng genug sein könnten. Vielleicht drückt der Eindruck ja. Und ich glaube, das läuft noch. Oder können Sie da inzwischen ein Resultat berichten? Und dann hätte ich noch eine zweite Frage zu Reisenden. Bleiben wir erstmal bei der ersten Frage. Die Frage ist, ob wir dazu das Verkehrsministerium brauchen oder kann dazu jemand hier vorne Auskunft erteilen? Gut, wir haben dieses Thema ja sehr ausführlich am Montag und auch am vergangenen Freitag schon erörtert. Es handelt sich um einen Prüfauftrag. Es gibt verschiedene Argumente, die werden innerhalb der Bundesregierung natürlich jetzt abgewogen. Ich will noch einmal sagen, es geht um den Fernverkehr, um Fernzüge. In Italien übrigens, seit heute ist 3G in Fernzügen verpflichtend. Ich muss ganz ehrlich sagen, hier im Süden, fernab von Deutschland, wirkt das alles etwas befremdend. Hier hat man den Eindruck, man lebt in einer Zeit vor Corona. In Deutschland wird so der Eindruck hier vor allem darüber diskutiert, was man noch einschränken kann, was man noch strenger machen kann, was man noch mehr kontrollieren kann. Wie gesagt, aus dem Süden befremdend der Eindruck. Ich kann Ihnen noch keinen neuen Stand geben, aber die Überzeugung der Bundeskanzlerin, die ich jetzt hier mehrfach ausgedrückt habe, ist unverändert. Daran habe ich auch nicht den geringsten Zweifel, leider. Dann danke dafür. Herr Jessen. Ja, für den Fall, dass tatsächlich das Gesetz über Auskunftspflicht des Arbeitnehmers verändert wird, würde das bedeuten, dass Arbeitnehmer dann verpflichtet und gegebenenfalls nachweispflichtig wären, wahrheitsgemäß Auskunft zu geben. Wenn es eine Pflicht ohne Nachweis wäre, könnte ein Arbeitnehmer einfach sagen, ja, ich bin geimpft, Chef. Also wie sähe das in welcher Verbindlichkeit praktisch aus? Eigentlich bin ich einfach zu kritisch und wahrscheinlich höre ich das Gras wachsen, aber auch hier wieder beim Kollegen Jessen, der ja mit Thilo Jung eng zusammenarbeitet, klingt das für mich so, als sei da der Wunsch dahinter, dass noch strenger kontrolliert wird und dass ja alles ganz strikt stattfindet. Aber wie gesagt, das ist mein subjektiver Eindruck, kann durchaus sein, dass ich damit völlig falsch liege. Und es wäre ja auch völlig legitim, dass so eine Meinung prominent zu Wort kommt. Was mir aber fehlt, ist die gegenteilige Meinung. Ich habe so gut wie nie den Eindruck, dass es bei Kollegen Bedenken gibt, dass zu strikt kontrolliert wird, dass zu streng alles ist, dass zu massiv die Menschen eingeschränkt werden. Und da leidet in meinen Augen die Pluralität und die Meinungsvielfalt. Also ich glaube, es macht jetzt keinen Sinn, hier über Details von möglichen Regelungen Stellung zu nehmen. Nochmal die Gespräche dazu laufen. Wir haben dargelegt, wo man das sozusagen rechtlich verankern könnte oder müsste. Aber zu möglichen Details von möglichen Regelungen würde ich an dieser Stelle keine Stellung nehmen wollen. Aber diese Gespräche laufen darauf hinaus, dass wenn es eine Veränderung gibt, dies eine sozusagen verbindliche und nachweisgenaue Auskunft wäre oder sein müsste. Streng, bitte streng, bitte streng, bitte gut kontrollieren. Das höre ich hier raus. Man kann es auch anders interpretieren. Wie gesagt, zu Details einer möglichen Regelung kann ich an dieser Stelle nicht Stellung nehmen.
Es gibt jetzt noch eine weitere Frage online gestellt von Herrn Reitschuster. Übrigens funktioniert das Tool wieder, das ist die gute Nachricht. Er sagt, Herr Söder hätte unlängst gesagt, es gäbe keine rechtliche Möglichkeit, private Unternehmen wie Restaurants daran zu hindern, eine 2G-Regelung einzuführen, und fragt danach, wie das die Bundesregierung sieht. Ohne jetzt ein konkretes Ressort anzusprechen, kann dazu hier vorne jemand was sagen? Wahrscheinlich das Justizministerium, oder? Ich fürchte auch, ja. Die Frage ist, setzen Sie sich gerne erstmal in Ruhe um, dann stelle ich die Frage nochmal. Er fragt danach, ob es richtig ist, dass es keine rechtliche Möglichkeit gäbe, private Unternehmen wie Restaurants daran zu hindern, eine 2G-Regelung einzuführen. Also ich verstehe das so, wenn ein Restaurant sagt, nur noch Geimpfte und Genesene, kann man das denen auch nicht verwehren. Ja, das ist zutreffend. Das haben auch, glaube ich, meine Kolleginnen und Kollegen schon öfter hier mal in den letzten Wochen und Monaten gesagt. Das ist ja Ausdruck der Privatautonomie, dass sie dann eben auch im Rahmen ihres Hausrechts entscheiden können, unter welchen Bedingungen sie da den Einlass regeln. Das wundert mich jetzt sehr, weil es ja zum Beispiel so ist, dass ein Vermieter nicht sagen kann, er nimmt nur Mieter zum Beispiel mit einer gewissen sexuellen Orientierung oder mit einer gewissen Herkunft. Da mischt sich ja auch der Gesetzgeber ein. Durchaus zu Recht, kann man sagen, aber warum das dann beim Impfen nicht möglich ist, beim Impfstatus, das erschließt sich mir nicht. Da hätte ich mir schon gerne eine ausführlichere Antwort gewünscht. Damit das war ganz Auswärtige Amt. Hat die Bundesregierung eine Garantie der USA, alle in Ramstein untergebrachten Afghanen binnen einer bestimmten Zeit wieder aus Deutschland herauszufliegen? Und bis zu welchem Datum werden die Afghanen Deutschland wieder verlassen haben? Und anderes Thema an Herrn Seibert, wird Angela Merkel bei der Bundestagswahl CDU wählen. Herr Kollege, nee, mit Lautstärke, das funktioniert irgendwie nicht. Ich sage es gerne noch mal zum dritten Mal. Es wäre schön, wenn wir so fair untereinander sind, uns an die Regel zu halten, dass jeder eine Frage plus gegebenenfalls Nachfrage stellt und dann gerne sich wieder hinten auf die Liste setzen lässt, damit einfach alle fair drankommen. Danke. Es ist in der Tat die Vereinbarung mit den Vereinigten Staaten, dass alle Personen, die von den Vereinigten Staaten zur Weiterreise in die USA über Ramstein dort ankommen oder auf anderen US-Stützpunkten in Deutschland auch wieder verlassen sollen. Entsprechende Zusagen der USA gibt es. Nachfrage? Moment. Jetzt. Nachfrage zu dem Datum, bis wann wird das der Fall sein, dass die Afghanen Deutschland wieder verlassen haben werden? Wenn es da ein spezifisches Datum gibt, muss ich Ihnen das nachreichen, das werde ich sehr gerne tun. Und dann gibt es eine Frage nochmal von Herrn Reitschuster. Er fragt, was mit denjenigen passiert, die in den Konsulaten der Nachbarstaaten ankommen, aber nicht auf einer Liste stehen. Für die gelten die allgemeinen Regeln des deutschen Aufenthaltsrechts. Wenn Sie eine Anspruchsgrundlage haben, um ein Visum zu beantragen, gibt es ja verschiedene mögliche Konstellationen, aus denen man ein Visum beantragen kann. Dann können Sie das tun. Aber es gibt für diese Gruppe keinen Sonderzugang, einen Aufenthalt in Deutschland zu bekommen, wenn Sie nicht zu den drei Gruppen, die ich vorher aufgezählt habe, gehören. Das war es für heute aus der Bundespressekonferenz. Ich habe es kurz gehalten und auf das in meinen Augen Wesentliche beschränkt, auf das mögliche Nacktmachen von Arbeitnehmern in Sachen Impfung. Und man muss ja daran denken, das ist eine hochgradig politisierte Frage inzwischen. Da scheitern Ehen daran, da zerbrechen Freundschaften. Und das ist etwas, woran sich die Geister scheitern. Und es würde zu einer massiven Politisierung auch am Arbeitsplatz führen, wenn das dort sozusagen offiziell würde, so meine Auffassung. Und es wäre eine Verhöhnung des Datenschutzes. Man hätte dann den Eindruck, bei allen unwichtigen Sachen, da wird er hochgehoben, man braucht überall einen Datenschutzbeauftragten in jedem halbwegs größeren Betrieb. Und da, wo es ums Eingemachte geht, da spielt der Datenschutz dann keine Rolle mehr. Es ging sehr viel um Afghanistan. Die Fragen waren in meinen Augen wieder recht ideologisch. Aber das habe ich Ihnen hier in dieser kurzen Zusammenfassung erspart. Das können Sie sich anschauen in der Langfassung, die Sie auf dem Kanal meiner Unterstützer sehen, den ich unten auch wieder verlinke. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schauen Sie wieder rein, abonnieren Sie diesen Kanal, unterstützen Sie. Diese Aufnahmen muss ich von RTL jeweils
abkaufen. Aber ich denke, das ist gut investiert. In meinen Augen besser als die GEZ-Gebühren, denn es trägt zur Transparenz bei. Alles Gute, danke, ciao, Grüße aus dem Süden. Nächste Frage hat der Reitschuster. Statt eines gewöhnlichen, ordinären Backstages von mir kann ich Ihnen heute einmal etwas Exquisites anbieten, etwas Höherwertiges. Ich bringe Ihnen hier noch einige Ausführungen, die Herr Seibert heute zu Beginn der Bundespressekonferenz machte. Heute also einmal ein etwas würdigerer Ausklang als sonst. In diesem Sinne nochmal alles Gute. Danke. Ciao. Und das dritte Thema aus dem Kabinett, das ich Ihnen gerne darlegen möchte, ist der Bodenschutzbericht der Bundesregierung. Einmal pro Legislatur berichtet die Bundesregierung über die Entwicklungen und Fortschritte beim Schutz der Böden. Das ist jetzt also für diese Legislaturperiode aktuell der Bericht für den Zeitraum ab 2017. Böden sind eine natürliche und endliche Ressource, die wir haben. Und es geht darum, auf allen Ebenen den nachhaltigen Umgang mit dieser endlichen Ressource schnellstmöglich zu erreichen. Der Bericht umfasst sowohl Maßnahmen der Ressource hier in Deutschland, sowie auch die auf europäischer und internationaler Ebene. Böden als Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen sind weltweit durch vielfältige menschliche Nutzung bedroht und auch durch Erosion und Verschmutzung. Der Bericht macht noch einmal deutlich, es gibt positive Entwicklungen in Deutschland, aber die bisherigen Maßnahmen des Bodenschutzes reichen auch bei uns noch nicht aus. Neben Belastungen durch neue Schadstoffe wirkt sich vor allem der Klimawandel auf die Böden und auf seine Funktionen aus. Das ist einer der Schwerpunkte des Berichts daher auch. Wir spüren ja auch hier in Deutschland ungewöhnliche Trockenperioden, extreme Starkregenereignisse häufen sich. Und das hat zusätzliche Auswirkungen auf den Boden. Das zeigt, dass wir den Boden als begrenzte und nicht erneuerbare Lebensgrundlage besser schützen müssen, auch die Resilienz der Böden gegenüber diesen Veränderungen erhöhen müssen. Einen Punkt will ich vielleicht noch nennen, weil das eine der wirksamsten Maßnahmen hinsichtlich des Klimaschutzes ist im Bereich der Bodennutzung, der Erhalt und die Wiedervernässung von Mooren. In Deutschland sind 92% der Moorböden trockengelegt, vor allem für die land- und forstwirtschaftliche Nutzung und für den Torfabbau. Und das sind Flächen, die meisten Treibhausgase emittieren im Sektor Landnutzung und Forstwirtschaft. Deswegen wiedervernässte Moorflächen können dagegen eine ganz erhebliche Menge an Kohlenstoff speichern. Bundesumwelt- und Bundeslandwirtschaftsministerium haben zusammen mit den Ländern eine Bund-Länder-Zielvereinbarung zum Moorschutz erarbeitet. Die steht kurz vor dem Abschluss. Sie dient dem Ziel des novellierten Bundesklimaschutzgesetzes, mit dem Deutschland bis 2045 treibhausgasneutral werden soll. Das, glaube ich, ist alles, was ich Ihnen jetzt mal zu diesem Bericht sagen kann.